Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema wirtschaftswissenschaftliche Anwendung von quadratischen Funktionen. Wir werden hier auch wieder beim linearen Marktmodell starten, was wir in früheren Videos auch schon betrachtet haben, werden uns aber hier nicht den Fall des Polypols anschauen, wo es also ganz viele Produzenten gibt, die ein bestimmtes Gut produzieren, sondern den Fall eines Monopolisten. Es gibt also nur einen einzigen Anbieter für ein bestimmtes Gut und der kann im Prinzip jeden beliebigen Preis festsetzen und wird das in der Regel tun, um die eigenen Erlöse oder Gewinne zu maximieren. Wir schauen uns deshalb hier zunächst mal das Thema Erlösmaximierung an. Und der Monopolist wird sich dann zunächst überlegen, wie hoch ist denn die Nachfrage nach meinem Gut, wenn ich einen bestimmten Preis P festsetze? Und wir unterstellen hier einmal, dass diese Nachfrage sich linear verhält. Und das Buch verwendet an dieser Stelle die Notation D von P für Demand zu einem bestimmten Preis P. Und der Funktionsterm ist minus A mal P plus Alpha. Wir sehen also hier, dass andere Namen als bisher für die lineare Funktion verwendet werden und das soll ein bisschen üben, dass diese Namen inhaltlich keine Bedeutung haben. Wir sehen, dass das Argument P ist und davor steht dann halt die Steigung minus A. Es wird hier schon mit eingebaut, dass die Steigung der Nachfragefunktion in aller Regel negativ ist. Und dann haben wir einen positiven Achsenabschnitt, der hier mit Alpha bezeichnet wird. Wenn wir uns also eine kurze Skizze machen, dann schaut diese Nachfragefunktion so aus. Wir haben eine Preisachse P und dann eben die Nachfrageachse D von P und diese Funktion fällt. Und beim Preis von 0 haben wir eine Nachfrage von Alpha und dann haben wir eine Steigung von minus A, wenn der Preis um eine Einheit erhöht wird. Wie kann ich das Ganze jetzt interpretieren? Das heißt also, wenn mein Preis um eine Einheit steigt, sinkt meine Nachfrage um A Einheiten und wenn ich das Produkt verschenken würde, also einen Preis von 0 festlegen würde, hätte ich eine bestimmte Nachfrage Alpha, höher wäre die Nachfrage nicht. Man müsste ja dieses Produkt nicht haben wollen, ist ja eh gratis, würde verschenkt und es würden dann also nur die das Produkt nehmen, die es auch wirklich haben wollen. Und der Monopolist wird sich jetzt also überlegen, wie hoch sind meine Erlöse, wenn ich einen bestimmten Preis P festsetze. Also auch die Erlösfunktion ist eine Funktion von dem Preis P. Also hier haben wir wieder Revenue von dem Preis P. Und das ist einfach P mal die produzierte Menge. Und der Monopolist wird jetzt natürlich nur die Menge produzieren, die dann bei einem Preis von P auch wirklich nachgefragt wird. Ja, und diese Nachfragefunktion kennt der Monopolist, wenn er sozusagen die Hausaufgaben gemacht hat, Marktforschung gemacht hat und weiß, wie hoch die Nachfrage in etwa sein wird, wenn ein bestimmter Preis festgelegt wird. Und dann können wir das hier also ausmultiplizieren, haben also P mal minus A mal P plus Alpha und das ist minus A mal P und nochmal P dazu ist minus A mal P Quadrat plus Alpha mal P. Wir sehen also, dass sich hier für die Erlösfunktion eine quadratische Funktion ergibt mit der quadratischen Steigung minus a und dem linearen Steigungskoeffizienten Alpha. Ich klicke also hier auf den Folien auch noch einmal weiter, da haben wir es da nochmal sauber stehen. Und diese Erlösfunktion wollen wir nun also maximieren und das Maximum liegt dann im Scheitel der quadratischen Funktion. Bevor wir da ein konkretes Beispiel anschauen, überlegen wir uns noch einmal, wie kann denn sowas generell auftauchen, wo können solche Situationen passieren. Und im letzten Video hatte ich als Beispiel für das Polypol die Produktion von Handyhüllen genannt, wo es also viele Anbieter gibt, die alle zu einem im Prinzip ähnlichen Preis anbieten. Und in Abgrenzung dazu
gebe ich als Beispiel für das Monopol gerne die Firma Apple bei Einführung des iPhone. Damals gab es also niemanden, der ein solches Produkt hatte, und Apple hat im Prinzip den Preis verlangen können, den sie sich überlegt haben, und werden das gemacht haben, indem sie ihre Erlöse oder ihre Gewinne da maximieren. Und es müssen aber gar nicht unbedingt so ganz große Anbieter sein, die ein so globales Monopol haben. Im nächsten Beispiel werden wir auch ein lokales Monopol sehen. Also die Aufgabenstellung hier ist folgende: Der Betreiber eines Skilifts besitzt in einem Skigebiet eben ein lokales Monopol. Und vor 2 Jahren hatte der Betreiber bei einem Preis von 45 Geldeinheiten pro Stück 750 Tageskarten pro Tag verkaufen können. Als er im vergangenen Jahr den Preis auf 40 Geldeinheiten pro Karte senkte, stieg der Absatz auf 800 Karten pro Tag. Bei welchem Kartenpreis erzielt er die höchsten Einkünfte pro Tag? Ja, wir können uns also vorstellen, dass das ein entlegeneres Tal ist, und da gibt es also genau diesen einen Skilift, und da kann der Betreiber des Skilifts den Preis festlegen, den er für angemessen hält, und er hat hier eine sehr einfache Betrachtung gemacht. Er hat für die Nachfragefunktion zwei verschiedene Punkte sich angeschaut, und wenn wir uns also hier nochmal das mit einer linearen Nachfragefunktion hinterlegen wollen, heißt das, wir haben hier einmal den Preis von 45 Geldeinheiten, den er in dem einen Jahr festgelegt hat, und von 40 Geldeinheiten, die in dem anderen Jahr festgelegt wurden, und die Nachfrage stieg dann von 750 auf 800 an. Das heißt, wir sehen hier, dass wir einen Anstieg um 50 bei einem Preisrückgang von 5 Geldeinheiten hatten. Das entspricht also einer Steigung von minus 10 dieser Nachfragefunktion. Außerdem wollen wir uns dann noch diesen Achsenabschnitt ermitteln. Schreiben wir uns das also alles noch einmal sauber mathematisch hin. Wir gehen also wieder von einer quadratischen Erlösfunktion aus, die entsteht durch die Multiplikation des Preises mit der linearen Nachfragefunktion, und die Nachfragefunktion hat diese Form, die im Skriptum verwendet wird, mit den etwas seltsamen Symbolen minus a und Alpha. Und dann kennen wir eben zwei Punkte auf dieser Nachfragefunktion. Der eine Punkt ist die Kombination 45 und 750, und der andere Punkt ist die Kombination Preis von 40 und Nachfrage von 800. Und das können wir uns also hier als ein lineares Gleichungssystem hinschreiben, und die beiden Parameter der Funktion a und Alpha können wir ermitteln, indem wir dieses Gleichungssystem auflösen. Da gibt es verschiedene Strategien. Nehmt einfach die, die ihr am besten anwenden könnt hier. Ich mache es als Beispiel einmal so, dass ich die beiden Gleichungen voneinander abziehe. Ich ziehe also von 750 800 ab. Da bleiben minus 50 übrig, und dann ziehe ich von minus 45 plus Alpha, ziehe ich minus 40 plus Alpha ab. Das heißt, das Alpha fällt mal gegeneinander weg, und dann habe ich minus 45a plus 40a. Da bleiben also minus 5 mal a übrig. Und wenn ich minus 50 durch 5 dividiere, komme ich drauf, dass mein a gleich 10 ist. Und das ist das, was ich auch vorher in dem kleinen Schaubild schon gezeigt hatte. Also a gleich c haben wir hier schon gelöst. Und wenn wir dann hier unten zum Beispiel einsetzen, a gleich 10, dann haben wir hier stehen minus 400 plus Alpha. Und dann kann ich die 400 auf die andere Seite bringen, und dann komme ich drauf, dass das Alpha gleich 1200 sein muss. So kann ich dieses Gleichungssystem zum Beispiel auflösen. Ist also hier auch einmal auf der Folie noch hingeschrieben. Wir sind jetzt also in folgender Situation. Wir wissen, die Nachfragefunktion hat die Form minus 10 mal p, minus a mal p, plus Alpha
plus 1200. Wenn dieser Anbieter, dieser Skiliftbetreiber seine Karte gratis hergeben würde, dann hätten wir eine Nachfrage von 1200 Karten pro Tag. Mehr Touristen wären dann also in diesem entlegenen Tal, in dem Skigebiet nicht vorhanden. Und wenn ich dann den Preis um eine Geldeinheit erhöhe, sinkt die Nachfrage um 10 Karten. So kann ich das Ganze lesen. Die zugehörige Erlösfunktion ist dann nur nochmal mit p durchmultipliziert, minus 10 mal p² plus 1200 mal p. Um den Scheitel dieser Erlösfunktion zu finden, schreiben wir uns das Ganze also nochmal in dieser allgemeinen Form a mal p² plus b mal p plus c hin und erinnern uns, der Scheitelpunkt, in dem das Optimum der Erlösfunktion liegt, ist minus b dividiert durch 2 mal a. Und wir können auch hier hinschauen, der quadratische Term ist negativ, ist minus 10, das heißt, der Scheitelpunkt ist wirklich ein Optimum, weil die Funktion nach unten offen ist. B ist jetzt also hier die Steigung des linearen Terms und a ist die Steigung des quadratischen Terms, also 1200 bzw. minus 10. Wenn wir das also hier einsetzen, haben wir minus und 1200 war unser b und das Ganze dividieren wir durch 2 mal a, das ist also minus 20. Ich schreibe mir hier die 20 hin und kehre das Vorzeichen einfach um. Und dann müssen wir noch 1200 durch 20 dividieren. Das ist dasselbe wie 120 durch 2. Und 120 durch 2 ist also 60, sodass dieser Skiliftbetreiber bei einem Kartenpreis von 60 Geldeinheiten den optimalen Erlös erzielen würde. Das hier auf den Folien auch nochmal entsprechend hingeschrieben. Also bei einem Preis von 60 Geldeinheiten pro Tageskarte wird der größte Erlös erzielt. Wir können uns dann auch fragen, wie groß ist denn dann die Nachfrage, indem wir diese 60 hier in die Nachfragefunktion nochmal einsetzen. Dann haben wir also minus 10 mal 60 ist minus 600 plus 1200. Ergibt also eine Nachfrage von 600 Tageskarten, habe ich hier unten auch nochmal auf den Folien hingeschrieben und grafisch dargestellt sieht das Ganze also folgendermaßen aus. Ich habe hier in Rot meine fallende Nachfragefunktion hingeschrieben, wo ich sehe, dass bei einem Preis von 0 die Nachfrage 1200 beträgt. Dann fällt die mit einer Steigung von minus 10 und beim Preis von 120 Geldeinheiten würde die Nachfrage letzten Endes verschwinden. Niemand würde mehr als 120 bezahlen in diesem einfachen Modell hier. Und in Blau haben wir dann die zugehörige Erlösfunktion und sehen, dass also bei einem Preis von 60 Geldeinheiten pro Tageskarte der Erlös optimiert wird. Eine letzte Frage kann ich dann auch noch leicht anhand dieses Schaubilds beantworten. Die Frage nämlich, wie hoch ist denn bitte schön der maximale Erlös, wenn ich ihn optimiere? Und dann müssen wir also den Erlös bei 60 berechnen und wissen, das ist also 60 der Preis mal die Nachfrage von 600 und das wäre also 36.000. Und das wäre also hier der Wert der Erlösfunktion im Optimum. Also dieser Skiliftbetreiber müsste, um seine Erlöse zu optimieren, einen Preis von 60 Geldeinheiten pro Tageskarte festsetzen, würde dann 600 Tageskarten verkaufen und damit einen Erlös von 36.000 Geldeinheiten erzielen.